Vom 8. bis zum 15. Januar 2024 unternahm eine Delegation von 6 italienischen Kommissaren des Heiligen Landes eine Reise nach Syrien, um die Arbeit der Kustodie in diesem Land besser kennenzulernen. Als italienische Kommissare nach Syrien zu kommen, war für uns eine Idee, ein Projekt, das bereits im letzten Jahr geplant war. Eigentlich sollten wir im Oktober kommen, aber wegen der instabilen Lage am 7. Oktober mussten wir diesen Besuch etwas verschieben. Die Brüder besuchten die franziskanischen Gemeinschaften von Damaskus, Aleppo und Latakia mit ihren Pfarreien und Missionen und informierten sich über die Arbeit der Brüder, die von der Seelsorge bis zu Hilfsprojekten für die Bedürftigsten reicht. Bruder Valentino wünscht sich, dass die Projekte in Syrien weitergeführt werden, vor allem durch das Gebet, aber auch durch Werke der Solidarität. Venire in Siria è stata un'opportunità meravigliosa. Nach Syrien zu kommen ist eine wunderbare Gelegenheit, auf die ich seit Jahren gewartet habe und die nun endlich wahr geworden ist. Sie hat mich in vielerlei Hinsicht bestätigt, vor allem im Glauben, darin, dieses wunderbare Volk zu sehen, das seit Jahrhunderten diese Treue zu Jesus Christus lebt und dies auch heute noch tut, trotz der Not, des Schmerzes, des großen Leids dieses Volkes. Sie sind lebendige Steine, auf denen die franziskanische Gemeinschaft mit Weisheit eine lebendige Kirche baut, die in der Lage ist, sehr schöne Dinge zu fördern. Die Aufgabe der Kommissare für das Heilige Land ist es, das Leben der Christen in diesem Land durch ihre Kampagnen zu fördern. In Syrien, insbesondere nach dem Erdbeben, konzentrierte sich die Hilfe auf die Kantine und das Pflegezentrum in Aleppo. Eine wichtige Reise, die nach den Worten von Bruder Matteo die Gemeinschaft und die Hoffnung unter den christlichen Gemeinschaften in Syrien stärkt. Dieses Land zu durchqueren, wenn auch mit einigen Problemen und auch mit einigen Unannehmlichkeiten, ist immer eine wichtige Gelegenheit für uns, die Erfahrung der Gemeinschaft zu leben, die jedes Kommissariat zwischen den Gemeinschaften des Heiligen Landes, den Christen des Heiligen Landes und den Gemeinschaften, die in ihren Gebieten unterstützt werden, fördern muss. Assistite poi nel proprio territorio di competenza.